Guten Abend und willkommen bei einer Veranstaltung aus der Reihe Fraktion vor Ort. Eigentlich waren wir heute in Steglitz-Zehlendorf verabredet, um uns mit dieser Veranstaltung Hassen, Posten, Radikalisieren mit vielen Menschen auch ganz direkt auszutauschen. Sie wissen, im Jahr 2020 unter den Bedingungen der Corona-Pandemie ist alles anders. Deshalb treffen wir uns im Netz hier im Goldenen Saal des Jakob-Kaiser-Hauses im Bundestag. Sie sehen hinter uns die obligatorischen Hinweise zu den Hygieneregeln zum Abstand halten und so halten wir es auch. Aber nun erst einmal zur Veranstaltung. Rassistisch und rechtsterroristisch motivierte Angriffe nehmen besorgniserregend zu. 9 rassistische Mordtaten und der Mord an einer Polizistin wurden im Jahr 2011 durch die Selbstenttarnung des NSU, Nationalsozialistischer Untergrund, als rechtsterroristische Serie bekannt. Im Münchner Olympia-Einkaufszentrum wurden am 22. Juli 2016, dem 5. Jahrestag des Breivik-Attentats in Norwegen, Menschen erschossen und 5 weitere verletzt. Alle Opfer hatten einen Migrationshintergrund. Im Juni 2019 wurde der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke mutmaßlich von einem seit Jahren bekannten Neonazi erschossen. Im Oktober 2019 versuchte ein antisemitisch motivierter Täter in einer Synagoge in Halle ein Blutbad anzurichten. Nachdem ihm der Zutritt misslang, erschoss er auf der Straße bzw. in einem Dönerimbiss eine Frau und einen Mann. Am 19. Februar 2020 ermordete ein rassistisch motivierter Täter 9 Menschen in Hanau. Alle Opfer haben einen Migrationshintergrund. Später erschoss der Täter seine Mutter und sich selbst. Im Vorfeld dieser Taten wurde öffentlich gegen die Opfer gehetzt, online radikalisiert oder die Taten anschließend glorifiziert. Rechtsextremismus und Hass im Netz sind daher keineswegs neue Phänomene. Die Taten scheinen über ein gesellschaftliches Klima befördert, das sich insbesondere auch über soziale Netzwerke und Plattformen generiert. Diese sind inzwischen nicht nur Räume für Diskussionen und politischen Meinungsaustausch, sondern auch Platz für Anfeindungen gegen Menschen und Online-Radikalisierung. Sicherheit und körperliche Unversehrtheit für in Deutschland lebende Menschen zu wahren, ist die zentrale Aufgabe des Staates. 2017 trat daher das Gesetz zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken, kurz NetzDG, in Kraft. Im Rahmen dieser Gesetzgebung wurden Plattformbetreiber unter anderem zur Löschung von strafbaren Inhalten verpflichtet. Eine Erweiterung des NetzDG wird nun als Teil des Maßnahmenpaketes Gesetz zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität in den Bundestag eingebracht, ebenso wie zahlreiche weitere Gesetzesänderungen. Wir wollen heute Abend der Frage nachgehen, ob es sich hier um einen mehr symbolischen Akt bei der Bekämpfung von Rechtsextremismus und Hass im Netz handelt oder den Tätern hier konsequent begegnet wird. Wir wollen uns heute mit politischer und rechtlicher und wissenschaftlicher Expertise diesen Themen annähern, um eine Bestandsaufnahme zu gewährleisten und die darauf zurückzuführenden Maßnahmen mit folgenden Gästen zu bewerten. Zu meiner Rechten mit Abstand Anke Domscheit-Berg aus meiner Fraktion. Sie studierte Textilkunst und internationale Betriebswirtschaft, ist
seit 2017 Mitglied der Bundestagsfraktion der Linken, netzpolitische Sprecherin, Obfrau im Ausschuss Digitale Agenda, Mitglied in der Enquetekommission Künstliche Intelligenz. Außerdem ist sie Publizistin und Netzaktivist. Links von mir Konstantin von Notz, Jurist. Seine Dissertation schrieb er über Lebensführungspflichten im evangelischen Kirchenrecht. Das habe ich erst in der Vorbereitung dieser Veranstaltung erfahren. Hättest du das gewusst, ja. Ja, darüber sollten wir gelegentlich mal reden, vielleicht auch im Rahmen einer anderen Veranstaltung, wenn es um kirchliches Arbeitsrecht oder anderes geht. Bundestagsabgeordneter für Bündnis 90 Die Grünen seit dem Jahr 2009, also der 17. Wahlperiode. Hier war er bereits Obmann in der Enquetekommission Internet und digitale Gesellschaft und Obmann im NSE-Untersuchungsausschuss sowie Mitglied ist er bis heute im Ausschuss Digitale Agenda. Das heißt, heute bist du ordentliches Mitglied im Ausschuss Digitale Agenda und stellvertretender Vorsitzender im PKGR. So, genau. Im Ausschuss Digitale Agenda bin ich nicht, das macht Tabea. Ach so, okay. Aber genau. Gut. Im PKGR. PKGR sowie Mitglied im Innenausschuss. Und seine Schwerpunkte sind somit Gesellschafts-, Innen- und Rechtspolitik sowie Netzpolitik. Uns zugeschaltet ist Caroline Schwarz, Journalistin und Buchautorin, unter anderem von Hasskrieger, der neue globale Rechtsextremismus, in diesem Jahr erschienen. In diesem Buch beschäftigen Sie sich mit Kontinuitäten und Neuerungen des digitalen Rechtsextremismus. Zudem gründeten Sie das Portal Hoxmap.org über das Falschmeldungen über geflüchtete und nicht weiße Personen zusammengetragen werden. Herzlich willkommen. Mein Name ist Petra Pau. Ich bin Mitglied der Fraktion Die Linke, übrigens auch im Innenausschuss unterwegs, war in beiden NSU-Untersuchungsausschüssen und moderiere die heutige Veranstaltung unter anderem deshalb, ich sagte ja, eine Fraktion-Vor-Ort-Veranstaltung, die in Steglitz-Zehlendorf stattfinden sollte. Der Kreis ist hier in Berlin Marzahn-Hellersdorf und Steglitz-Zehlendorf ist mein sogenannter Betreuungswahlkreis, wo wir eigentlich diese spannende Debatte mit den Bürgerinnen und Bürgern führen wollen. Wir steigen auch gleich ein und wollen als allererstes den aktuellen Stand oder eine Bestandsaufnahme zur Vernetzung von Rechtsextremismus zwischen analoger und digitaler Welt betrachten. Seit 1990 sind laut Amadeo-Antonio-Stiftung 208 Menschen durch rechtsextreme Gewalttaten gestorben. Seit 2009, also seit der 17. Wahlperiode, sind Sie, Konstantin von Notz, Mitglied des Bundestages. Sie haben von der Selbstenttarnung des NSU im Jahre 2011 bis heute eine lange Episode des deutschen Rechtsextremismus und Terrorismus erlebt und deren Aufarbeitung als Mitglied in unterschiedlichen Gremien parlamentarisch begleitet. Und deshalb können Sie uns etwas aus Ihrer langjährigen Arbeit zu den Kontinuitäten und Entwicklungen im Rechtsterrorismus sagen und schildern, warum auch eine Neubewertung des Gefahrenpotenzials beim Innenministerium und den Sicherheitsbehörden wie BKA und Verfassungsschutz erst so spät erfolgte und wie heute aus Ihrer Sicht der aktuelle Stand ist, ob das ausreichend ist. Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung zu dem sehr aktuellen Thema. Wir hatten heute die öffentliche Anhörung der Präsidenten der Nachrichtendienste, da hat das auch eine große Rolle gespielt. Und es ist vollkommen richtig, es ist eine große Kontinuität hier in unserer parlamentarischen Arbeit, eine traurige Kontinuität seit der Selbstenttarnung und all den schrecklichen Anschlägen und terroristischen Taten, die es gegeben hat. Dazu kommen diverse internationale schwere rechtsextremistische Gewalttaten und die Sicherheitsbehörden
sage ich mal, befinden sich immer noch in dem Prozess, diese Bedrohung unserer inneren Sicherheit mit der Aufmerksamkeit zu betrachten, die sie verdient. Man muss immer dazu sagen, es hat natürlich auch andere Problembereiche gegeben aus einer innenpolitischen Logik. Natürlich gab es Dschihadismus und Salafismus, aber diese Kontinuität seit 1990, diese schwersten Gewalttaten, die es da gegeben hat, die hatte man eben nicht mit der Schärfe vor Augen, mit der man das hätte betrachten sollen. Und das haben ja nun die beiden Untersuchungsausschüsse, in denen auch Sie waren, und die vielen Untersuchungsausschüsse auf Länderebene wirklich zutage gefördert. Und jetzt ist halt die Frage, damals nach SU wurde gesagt, hier ist jetzt eine Zäsur, jetzt, ab jetzt wird alles anders. Jetzt sagt man, seit dem Anschlag auf den hessischen Regierungspräsidenten vor einem Jahr, sagt man, dass Walter Lübcke die Zäsur ist. Und jetzt müssen die Sicherheitsbehörden es eben wirklich dokumentieren. Wenn heute in der Anhörung der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz sagt, wir brauchen sozusagen höchste Aufmerksamkeit für diese sehr dramatischen Zahlen, die auch wieder angestiegen sind. Wir brauchen höchste Aufmerksamkeit für diesen Bereich des Antisemitismus, wurde auch nochmal gesagt. Und wir brauchen ein Lagebild für den Rechtsextremismus im öffentlichen Dienst. Das sind alles Dinge, die waren vor kurzer Zeit noch vollkommen unvorstellbar, dass das in dieser Klarheit artikuliert wird. Und insofern würde ich sagen, man ist da auf dem richtigen Weg, aber damit ist noch lange nicht alles gut. Vielleicht da gleich nochmal die Nachfrage, auch aktuell aus dieser heutigen Anhörung. Ich erinnere mich, wir haben in der letzten Innenausschusssitzung genau über dieses Lagebild zum öffentlichen Dienst gesprochen. Ist denn da irgendwo erkennbar, in welche Richtung das geht und wann wir hier was auf dem Tisch haben, mit dem man auch umgehen kann? Also wie das immer so ist, das ist natürlich nicht vollkommen trivial. Ich habe es so verstanden, also in der rechtlichen Umsetzung, ich habe es so verstanden, dass die Zahlen bei Bundesbehörden, die sind nicht das Problem, das scheint auf einem guten Weg zu sein. Die Meldungen aus den Ländern, das gestaltet sich schwierig. Das kann man natürlich unter Datenschutz, mache ich ja auch manchmal, natürlich auch argumentieren, dass jetzt nicht sozusagen die politische Gesinnung von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von öffentlichen Behörden ausgeforscht werden sollte. Das kann nicht die Aufgabe des Verfassungsschutzes sein. Es geht darum, meiner Ansicht nach, extremistische Vorfälle zu erfassen, sie irgendwie in Statistiken zu sehen, um ein Lagebild zu bekommen. Und insofern muss es da auch mit den Ländern ein Weg möglich sein. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist, gerade in dieser Zeit. Und ich will noch mal sagen, grundsätzlich war ja in dem ganzen Bereich eine wahnsinnige Aufregung. Und so ist, wenn man in die USA guckt und sich die gesellschaftliche Spaltung anguckt, die dort sozusagen in diesem Themenbereich auch ist, dann müssen wir wirklich die demokratischen Kräfte, die Leute, die auf der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen, hier zusammenbringen. Und man darf keine spalterischen Debatten führen, sondern man muss versuchen, sozusagen das Gemeinsame, das Verbindende zu suchen. Und so verstehe ich das auch, dass wir in diesem Bereich und bei dieser Frage da ein Lagebild zu bekommen, dass wir da auf einem ganz guten Weg sind. Okay, wir kommen nachher noch unter einem anderen Punkt dazu, wenn es auch um das Agieren von zum Beispiel Polizistinnen und Polizisten geht und anderes. Aber an der Stelle erstmal herzlichen Dank. Ich möchte mich jetzt gern Frau Schwarz zuwenden. In Ihrem in diesem Jahr erschienenen Buch, ich habe es vorhin schon mal hochgehalten, Hasskrieger, der neue globale Rechtsterrorismus, beschreiben Sie sehr ausführlich die Geschichte des Rechtsradikalismus im Internet. Sie gehen dabei sowohl auf die ersten Website-Versuche als auch auf die heutigen Plattformen wie Facebook und oder YouTube ein. Und ich habe auch diese Woche gerade wieder aus aktuellem Anlass mir das nochmal vor Augen gehalten,
da ich mich mit Vorgängen hier in Berlin beschäftigt habe. Es ist eben anders als Anfang der 1990er Jahre, wo man sich über das nationale Infotelefon ausgetauscht hat und gegebenenfalls auch zu Aktionen verabredet hat oder jetzt in Echtzeit auf den entsprechenden Plattformen. Deshalb würde ich Ihnen gerne die Frage stellen, basierend auf Ihrer Arbeit, wie funktionieren überhaupt auch rechte Radikalisierungsprozesse in sozialen Medien und welche Rolle spielen diese aus Ihrer Sicht für den Anstieg rechter Gewalt in der analogen Welt? Danke, ich hoffe, man hört mich. Es hat so ein bisschen Abiturprüfungsgefühle ausgelöst in mir, dieses Setup. Genau, also was man sagen kann, ist tatsächlich, dass wir sehen, dass Rechtsradikale das Internet nutzen, ist überhaupt nichts Neues. Das nationale Infotelefon oder die nationalen Infotelefone hatten dann ja auch Websites, die relativ schnell verfügbar waren. Heute ist es so, dass wir zum Thema Radikalisierung sicherlich noch deutlich mehr Studien brauchen, aber was man sagen kann, ist, dass es relativ einfach ist, an rechtsradikales, antisemitisches, islamfeindliches, jegliches menschenfeindliches Gedankengut ranzukommen im Internet und das eigentlich auf allen Plattformen. Das heißt, wir haben die Angebote auf Facebook. Facebook steht in Deutschland immer sehr im Mittelpunkt, was die Betrachtung von Radikalisierung und auch von Hass im Netz betrifft. Gleichzeitig, also man muss das tatsächlich machen, weil Facebook unglaublich wichtig ist und ein großer Teil der Gesellschaft eben Facebook nutzt. Zugleich würde ich sagen, gerade in den letzten Monaten wegen der Pandemie hat zum Beispiel YouTube nochmal deutlich an Bedeutung gewonnen, was Radikalisierung betrifft, und darüber reden wir eigentlich viel zu wenig. Und was die analoge Gewalt betrifft, also einerseits wissen wir ja, offenbar hat Stefan Ernst das Video, das er wohl selbst gedreht hat oder das sein Begleiter selbst gedreht hat, 2015 auf der Versammlung mit Walter Lübcke selbst hochgeladen hat, dafür also hat dafür gesorgt, dass es auch Hass und Agitation und Drohungen gegen Walter Lübcke gab, und hat dann selbst offenbar zur Waffe gegriffen. Zugleich müssen wir uns anschauen, was vor allem im letzten Jahr passiert ist, aber auch in den Jahren seit den Anschlägen von Oslo und Utøya. Anders Breivik hat wahnsinnig viele Menschen dazu motiviert, Anschläge zu verüben. Alle beziehen sich eigentlich auf ihn. Und wir sehen, dass es eine intensive Beschäftigung mit dem rechten Terrorismus in terroraffinen Netzwerken gibt. Das heißt, es gibt auf Telegram, es gibt in verschiedenen Imageboards und auf anderen Plattformen eben wirklich terroraffine Gruppen, Milieus, in denen den Tätern nachgeeifert wird, in denen sie glorifiziert werden und in denen auch zu weiteren Taten aufgerufen wird. Und da besteht eben natürlich der Zusammenhang auch zu analogen Taten. Also nach meiner Beobachtung haben wir da mindestens zwei Stränge. Einerseits auch die Organisation, beziehungsweise auch die Zusammenhänge, ob nun Diskussionszusammenhänge oder dann Verabredungen zu bestimmten Taten. Und das andere, dass es eben, wie Sie beschreiben, sehr leicht ist, all diese Dinge zu kommen, und dass auch Menschen, die vielleicht bisher noch kein geschlossenes rechtsextremes oder antisemitisches oder rassistisches Weltbild haben, aber immer öfter auch über diese Plattformen sich nicht nur mit diesen Dingen befassen, sondern dass man auch darauf setzt, dass sie sich dann selbst radikalisieren und losziehen. Und dann finden eben auch die Sicherheitsbehörden nicht mehr die Organisation, den Verein, der sich irgendwo zusammengefunden hat, um das zu tun. Und da ist ja die spannende Frage, was ist dann überhaupt lösbar, außer der immer wieder gepriesenen Medienkompetenz, die wir alle erwerben müssen. Ja, Medienkompetenz ist das eine, aber vielleicht auch einfach eine Sensibilisierung. Und die Sensibilisierung betrifft eben die gesamte Gesellschaft. Das geht los eben innerhalb der Polizei, innerhalb der Sicherheitsbehörden, wo wir in den letzten Wochen auch wieder gesehen haben, dass es da extremen Mangel gibt. Es geht da
bei los, dass ich eigentlich kaum jemanden kenne, der in meinem Beruf unterwegs ist und sich mit Rechtsextremismus oder Feminismus zum Beispiel auch beschäftigt, die nicht bedroht wurden und dann, wenn sie dann doch den Schritt zur Polizei gemacht haben, dann auch nicht ernst genommen wurden. Also jeder hat eine von diesen Geschichten zu erzählen. Da fängt es an. Alle diese Täter, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, hatten Familie, hatten ein Umfeld, das Sensibilisierung vielleicht nötig gehabt hätte. Man muss schauen, inwiefern die auch selbst dazu beigetragen haben zur Radikalisierung. Aber trotzdem gibt es durchaus Möglichkeiten im Umfeld auch zu sensibilisieren. Das machen wir auch mit Islamisten. Es gibt eine ganze Reihe von Sachen, die man tun kann. Man könnte den NSU weiter aufklären. Man könnte sich das Netzwerk anschauen, weil es eben auch da sicherlich noch ein gewisses Gewaltpotenzial gibt. Es hat ganz lange gedauert, bis bei David Sonboli auch herausgekommen ist, dass er eben mit einem weiteren Attentäter in den USA Verbindungen hatte. Und das ist eben nicht passiert durch die Ermittlungen der deutschen Sicherheitsbehörden. Wir wissen noch nicht, was Stefan B. in Halle, woher dieser Bitcoin-Betrag kam und welche Rolle der gespielt hat. Das sind alles Sachen, die wir aufklären müssen, weil es eben ein gewisses Netzwerk auch hinter diesen Leuten gibt, auch wenn es informell ist. Und da gibt es reihenweise Dinge zu tun, auf jeden Fall. Und dazu gehört nicht nur die Prävention und der Blick auf die Täter oder die potenziellen Täter, sondern eben auch eine Unterstützung für die Betroffenen. Also reichlich zu tun tatsächlich. Ja, das würde ich hier auch einschieben, weil das nun insbesondere die Betroffenen in Hanau auch noch durch das Daraufkommen der Corona-Pandemie nicht mal die Chance hatten, bisher auch selbst zu reden, beziehungsweise sich auch in entsprechende Beziehungen zu setzen und der Gesellschaft auch deutlich zu machen, was dort los ist, gehört mit zu diesen Themen. Ich bleibe aber erstmal noch bei unserem Diskussionsfaden und auf Konstantin von Notz zurück. Nach dem terroristischen Anschlag in Halle kündigte ja der Innenminister Seehofer gemeinsam mit den Ministerinnen für Justiz und Familie einen neuen Punkteplan an. Ja. Aktuell haben wir über das Gesetz zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Hasskriminalität nicht nur geredet, sondern stellt sich die Frage, was wird da wie umgesetzt? Können Sie uns noch was sagen, welche Maßnahmen beinhaltet dieses Gesetzpaket in Bezug auf Online-Rechtsextremismus und wie weit sind Maßnahmen zum Teil umgesetzt und inwieweit sind sie überhaupt richtig und notwendig oder nur ein Placebo? Naja, es ist ja so, nach solchen Ereignissen gibt es immer eine Taskforce oder einen 9- oder 12- oder 7-Punkte-Plan. Insofern, die Politik reagiert dann auf so etwas und die Exekutive stellt was Steiles hin. Und dann muss man tatsächlich genau hingucken, wie weit ist es umgesetzt worden. Ich kann nur sagen, wir haben auch ein Maßnahmenpaket gegen Antisemitismus hier als Deutscher Bundestag fraktionsübergreifend verabschiedet. Davon ist leider nur ein Teil umgesetzt worden. Den Antisemitismusbeauftragten, den gibt es inzwischen, Gott sei Dank, aber viele Sachen bleiben dann eben auf der Strecke und so ist das auch hier. Wir haben immer gesagt, wir brauchen in diesem Bereich vor allen Dingen auch eine funktionierende Justiz und es ist hier vielleicht in dem Rahmen nicht ganz so populär, aber ich erzähle es mal trotzdem. Wir haben ja tatsächlich Jamaika-Sondierungen geführt und haben da diese Frage Pakt für den Rechtsstaat. Also wie sorgt man dafür, dass eben die Justiz schnell und effektiv ermittelt? Wie baut man Personal bei Polizei und Staatsanwaltschaften auf, dass eben hier reagiert wird, gerade auch auf strafrechtsrelevante Inhalte im Netz? Das ist meiner Ansicht nach unser Hauptproblem. Und all das, was da jetzt eben teilweise diskutiert wird, gerade jetzt mit dem BKA als Zentralstelle, bei dem ohne Vorprüfung eben alle möglichen Dinge dahin gemeldet werden sollen. Ich habe irgendwo gelesen, eine DDoS-Attacke aufs BKA, mit denen die das also bezüglich der rechtlichen Einordnung wahnsinnige Folgeprobleme bekommen wird und die Leute werden natürlich alles Mögliche melden. Also das erscheint mir alles nicht sehr klar durchdacht und strukturiert. Ganz im Gegenteil, man hätte in den letzten Jahren wirklich Zeit gehabt, hier vor allem die Justiz zu stärken
Und das ist jetzt auf der strafrechtlichen Ebene, ja, also zu sagen, das, was strafrechtsrelevant ist, das wird wirklich verfolgt und dann zahlen die Leute eine Geldbuße oder eben auch härter, dann würde man schon unheimlich viel Hass im Netz eingefangen bekommen. Und das andere ist meiner Ansicht nach die Art und Weise, wie wir die Plattformen regulieren. Ja, Facebook, wir reden immer über Facebook, YouTube ist eben zu Recht völlig zu Recht angesprochen worden. Diese Plattformen haben sozusagen allgemeine Geschäftsbedingungen, nach denen sie ihren, also eine Netiquette im Grunde für ihr Prozedere innerhalb des Netzwerks. Facebook löscht jede Form der Nacktheit in wenigster Zeit. Selbst wenn man die schönsten Gemälde postet, harter Eingriff in die Kunstfreiheit, ist ihnen völlig wurscht, sie ziehen es durch. Wenn es darum geht, irgendwie Hasskommentare, ganz klar rassistisch konnotierte Inhalte zu löschen, die vielleicht nicht strafrechtsrelevant sind, aber die eindeutig sozusagen in diese Richtung abzielt, dann sagt man, ah nee, das kannst du nicht machen und die Meinungsfreiheit und guck mal das Hakenkreuz, aber die Haken sind ja in die andere Richtung und so. Und das leuchtet mir halt nicht ein, dass man da mit den Plattformen nicht zu einem anderen Prozedere kommt. Und ich bin ein großer Anhänger der Meinungsfreiheit und finde auch, dass man die hochhalten muss, gerade in diesen schwierigen Zeiten. Aber auf all diese Diskussionen und auch auf komplizierte Verhandlungen mit den Plattformen hat sich eben die deutsche Bundesregierung nicht eingelassen, sondern eben auf diese Dinge gesetzt und die werden wenig helfen, unserer Meinung nach. Dankeschön. Dann kommen wir gleich zu einem ganz konkreten Gesetz. Ich habe es vorhin schon erwähnt, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Man setzt ja jetzt im Moment, zumindest in der Koalition, auch auf Erweiterung und Überarbeitung vieler Gesetze, eben unter anderem auch dieses. Teils positiv werden dann hier in der Ankündigung verbesserte Meldewege und die Möglichkeit der Strafverfolgung benannt. Das oder die Vorhaben der Justizministerin Frau Lambrecht waren indes nicht kritikfrei. Die Amadeo-Antonio-Stiftung schrieb in einem Bericht, viele vergleichsweise leicht umzusetzende Änderungen werden angegangen, aber grundsätzliche Problemstellungen bleiben bestehen. Diesbezüglich gab es in der vergangenen Woche im Bundestag eine weitere Expertenhörung. Ich möchte mich jetzt im weiteren Gespräch mit Ihnen rein auf einige der zentralen Kritikpunkte konzentrieren. Erstens die Meldepflicht. Laut Justizministerin Christine Lambrecht sollen durch die Nachbesserungen im Netzwerksdurchsetzungsgesetz eine Strafverfolgung für strafbare Inhalte via Meldepflicht sichergestellt werden. Die Netzwerke durchsuchen ihre Seiten dabei nicht selbst nach strafbaren Inhalten, sondern geben Meldungen, zum Beispiel Volksverhetzungen oder Morddrohungen, nach und melden diese dann dem BKA und diese inklusive einer 10-wöchigen Speicherfrist. Das BKA leitet dieses Posting dann, wenn dieser unter dem Klarnamen des Verfassers erfolgte, an die zuständige Staatsanwaltschaft des mutmaßlichen Täters weiter, die dann die konkreten Ermittlungen aufnimmt. Soweit die Theorie. Erfolgte das Posting nicht unter dem Klarnamen, muss auch die IP-Adresse des Nutzers weitergeleitet werden. Der Provider muss dem BKA dann den Namen und die des Kunden mitteilen, auf denen die IP-Adresse registriert war. Ist die IP-Adresse beim Provider bereits gelöscht, übernehmen die Strafverfolgungsbehörden der Länder. Diese führen dann die üblichen Ermittlungen durch, sichten das Profil mit allen Bildern und Texten und versuchen Hinweise auf die Identität des Verfassers zu finden. Ja, Frau Domscheit-Berg, es entsteht der Verdacht, dass durch die Meldepflicht die Durchsetzung geltenden Rechts bzw. die Rechtseinschätzung fortan nicht mehr legislativen Organen, sondern privaten Unternehmen obliegt. Offene Fragen nach Mitarbeiterinnenqualifikationen und der Bearbeitung von Beschwerden bei sozialen Netzwerken, als auch die Überlastung von Staatsanwaltschaften tauchen auf. Teilen Sie diese Bedenken? Und dazu kommt, IP-Adressen lassen sich leicht verschleiern. Dafür ist nun heute kein IT-Studium mehr notwendig. Ist also eine Meldepflicht überhaupt das probate Mittel? Also ich halte von dieser Art von Meldepflicht wirklich gar nichts. Und man weiß immer gar nicht, wo man anfangen soll, weil es so furchtbar viele Probleme damit gibt.
Einige sind ja gerade schon angesprochen worden, also hoheitliche Aufgaben, die Einordnung, ob was strafrechtlich ein Problem ist oder nicht, an private Konzerne outzusourcen, also das geht einfach nicht. Davon abgesehen, es ist bereits absehbar und selbst die Bundesregierung rechnet damit, dass man also eine große Welle von Anzeigen quasi automatisiert auf diese Weise erhalten wird. Aber was passiert denn heute mit Anzeigen? Es ist ja nicht so, als gäbe es keine. Also ich vermute mal, wir alle hier haben damit schon Erfahrungen gemacht. Wir haben auch alle wahrscheinlich schon Anzeigen erstattet. Zumindest für mich kann ich sagen, ist noch nie eine einzige jemals irgendwo vor Gericht gelandet. Noch nie. Auch nicht nach mehreren Jahren warten. Ja, da gilt still ruht der See. Und ich kann bestätigen, was Caroline Schwarz am Anfang gesagt hat, insbesondere wenn man feministisch und politisch unterwegs ist, ist man Zielscheibe. Und ich lande immer wieder bei Polizisten, die mich dann befragen, die offenbar die grundsätzlichsten Dinge nicht wissen. Also einen extremen Bedarf an Qualifikation. Wir haben auch ein quantitatives Problem. Also es sind zu wenig Leute und die, die es gibt, sind zu wenig ausgebildet. Sie sind untereinander zu wenig vernetzt. Es gibt gute Beispiele. Also gerade in Nordrhein-Westfalen gibt es eine Schwerpunktstaatsanwaltschaft, die sich auch gut mit Zivilgesellschaft und Medien zu diesem Thema vernetzt und recht effektiv in diesem Feld vorgeht. Woanders gibt es das nicht. Und ich glaube nicht, dass das BKA dieses Problem lösen kann. Es wird da im Prinzip eine riesige Verdachtsdatenbank beim BKA aufgebaut. Es ist nicht mal bekannt, welche Löschfristen da überhaupt herrschen. Ich glaube auch, A, wird man sich, wie das halt so ist, bei bestimmten Diensten sehr freuen über alle Arten von Daten, die da eintrudeln. Und man wird die wahrscheinlich nicht freiwillig loswerden wollen, selbst wenn sich herausstellt, die sind vielleicht kein strafrechtliches Problem. Also da mache ich mir schon Sorgen, was mit diesen Daten passiert. Und dann ist es ja beim NetzDG auch noch so, dass es gerade auf zwei verschiedenen Wegen verändert wird. Also einmal in diesem Gesetzentwurf zur Bekämpfung der Hasskriminalität und des Rechtsextremismus und gleichzeitig wird das NetzDG noch in einer eigenen Gesetzüberarbeitung verändert. Und unglücklicherweise, das hat die Anhörung neulich ergeben, widersprechen sich die Änderungen des gleichen Gesetzes, das auf zwei verschiedenen Wegen geändert wird. Ich kann also entweder dieser einen Variante entsprechen oder der anderen. Ich habe keine Rechtsklarheit, wenn ich soziales Medium bin. Zum Beispiel gibt es in der neuerlichen Änderung des NetzDG die sogenannte Gegenvorstellung. Gegendarstellung ist, glaube ich, im allgemeinen Sprachgebrauch gebräuchlicher. Es darum geht, wenn ein Inhalt gelöscht wird, dass man also bei Facebook zum Beispiel beantragt, dass er wieder eingestellt wird. Damit kann man ja erfolgreich sein. Es kann aber sein, dass genau der gleiche Inhalt über diesen Weg der Meldepflicht beim Kriminalbundesamt gemeldet worden ist und zu einem späteren Zeitpunkt auf dem Rechtsweg herauskommt, das ist tatsächlich ein verbotener Inhalt. Und dann hat sich Facebook strafbar gemacht durch die Wiedereinstellung. Das heißt, sie wissen eigentlich gar nicht, sollen sie jetzt das machen oder das machen. Außerdem ist mit der Meldepflicht eine vierwöchige Schweigepflicht verbunden. Sie müssen also den Inhalt löschen, an das BKA melden. Sie dürfen aber dem User darüber nichts sagen. Innerhalb der 4 Wochen aber seinen Antrag auf Gegenvorstellung stellt, haben sie eigentlich eine Handlungspflicht, damit umzugehen. Dürfen aber eigentlich gar nichts sagen. Ja, was denn? Also man überlässt die da mit einer Unklarheit. Und alle diese Änderungen gehen im Rahmen einer nicht erfolgten Evaluation vor. Die hat man versprochen, damals bei Einführung des NetzDG. Man verändert jetzt inzwischen zum dritten Mal das NetzDG, ohne dass es überhaupt eine Evaluation über seine Wirksamkeit gegeben hat. Und das ist bei all diesen Maßnahmen immer im Zusammenhang mit Hasskriminalität im Netz das Hauptproblem, dass es viel Symbolpolitik gibt, aber wenig evidenzbasierte Politik, wo man guckt, ist die überhaupt wirksam? Und die Erhöhung von Strafmaßen, die im gleichen Gesetzespaket drin war, zur Bekämpfung der Hasskriminalität, das weiß man eigentlich aus kriminologischer Forschung, dass wenn ich Strafmaße hochsetze, das eigentlich wenig bringt. Ja, dass Beleidigung künftig 2 Jahre statt 1 Jahr bringt, wenn bei 1 Jahr schon gar keiner verfolgt worden ist, warum soll der bei 2 Jahren verfolgt werden? Das Problem ist ganz woanders und wirksamer ist die Stärkung der Zivilgesellschaft, ein Demokratiefördergesetz, die Dinge, die mühsam sind, die man in der Fläche braucht und die noch mehr Geld kosten. Und da passiert leider viel zu wenig. Nun sitzen ja mit Abstand neben mir 2 Oppositionspolitiker und stellt sich ja dann die Frage, was ist die Alternative zur Ausgabe von persönlichen Daten? Es wurde ja unter anderem von der Opposition das sogenannte Quick-Freeze-Verfahren vorgeschlagen. Können Sie uns noch mal erklären, worum es da geht?
Ja, ich glaube, es geht darum, dazu muss man sich erstmal klar machen, warum eigentlich die Vorratsdatenspeicherung ein so aufgehitztes und bedeutsames Thema ist. Wir führen ja diese Diskussion schon sehr lange. Ich, seitdem ich hier im Bundestag bin, jetzt seit über 11 Jahren. Und man muss sich einfach klar machen, dass da ein dogmatischer Grundwechsel in der rechtsstaatlichen, im rechtsstaatlichen Grundverhältnis zwischen Bürgerinnen und dem Staat vorgenommen werden soll. Nämlich, dass Staat auf Verdacht Daten speichern lässt, um sie gegebenenfalls mal zu gebrauchen. Und das ist in dieser Zeit, in der wir alle durch die digitale Sensorik Daten Spur erzeugen ohne Ende, ein fundamentaler Wechsel. Und wo fängst du an, wo hörst du auf, wenn du dich einmal drauf einlässt? Ja? Wird immer erst gesagt, ja, aber nur die Handy-Sachen und so. Und natürlich hast du dann übermorgen die Diskussion, dass auch dein smarter Kühlschrank gefälligst ausgelesen werden kann, damit man weiß, wann der Täter sein Bier geholt haben könnte. So, und deswegen ist da ein Problem, und das sieht jetzt nicht nur die gallige Opposition hier so seit 11 Jahren, sondern das sehen auch höchste Gerichte so in Karlsruhe und auch auf europäischer Ebene. Insofern scheint da verfassungsrechtlich was dran zu sein. Und ich kann der Großen Koalition immer nur sagen, wenn sie jetzt sagt, ja, aber jetzt die Vorratsdatenspeicherung, sie haben halt schon zweimal ein Gesetz machen können, es hat irgendwie nicht geklappt. Also es lag ja jetzt nicht an der Minderheit im Deutschen Bundestag, dass das nicht geklappt hat, sondern sie haben halt zweimal ein verfassungskonformes Gesetz nicht hinbekommen. Und ich sehe kein gutes Argument im Raum, warum das beim dritten Mal gelingen sollte. Deswegen stellt sich die Frage nach Alternativen. Und eine der Alternativen ist das Quick-Freeze-Verfahren, in dem man eben in dem Moment, auf eine bestimmte Zeit werden, nämlich sind nämlich Daten vorhanden, aus technischen Gründen auch, indem man sehr kurzfristig diese Daten einfrieren kann. Dafür braucht man sehr kurze Meldewege, braucht man gute internationale Kooperation. Der Gag daran ist, dass man das eben erst macht, wenn man einen konkreten Tatverdacht hat. Also nicht auf Vorrat, nicht auf Verdacht, sondern eben einfach ein sehr effektives und schnelles Mittel, um Beweise zu sichern. Und diese Diskussion gibt es übrigens auch nicht erst seit gestern, sondern die ist im Grunde auch fast seit 11 Jahren im Raum. Und man hat sich darauf nicht eingelassen. Und ich würde wirklich die These in den Raum stellen, mit den Vorratsdatenspeicherungsgesetzen, die nicht angewandt werden bzw. verfassungswidrig sind, hat man da der Aufklärung einen Bärendienst erwiesen. Denn man hat jetzt so ein Instrument wie Quick Freeze heute nicht. Man hat nicht die kurzen Meldewege, man hat nicht die notwendige internationale Kooperation zwischen Sicherheitsbehörden, die es braucht. Und insofern geht man nicht die Dinge an, die es dringend bräuchte. Denn daran gibt es jetzt auch meiner Ansicht nach keinen Zweifel, gerade wenn man heute die Zahlen anguckt in diesen Kindesmissbrauchsfällen. Wir brauchen bei diesen hochklandestin agierenden Netzwerken, die es auch in diesem Kindesmissbrauchsbereich gibt, die es im Rechtsextremismus und in anderen Bereichen gibt, brauchen wir bessere Ermittlungsmöglichkeiten. Das sehe ich schon. Ich will noch mal bei dem Thema probate Mittel bleiben und auch der Überschrift Umgang mit weiteren Plattformen. Viele Plattformen werden durch das Netzdurchleitungsgesetz überhaupt nicht abgedeckt, zum Beispiel Steam oder Discord. Frau Schwarz, in Ihrem Buch auf der Seite 127, ich kann es nicht oft genug werbend hochhalten, widmen Sie sich diesem Thema sehr intensiv. Rechte tauschen sich hier aus oder glorifizieren Attentäter, indem sie unter anderem ihre Namen nach ihnen benennen. Zum Beispiel nach Andreas Breivik oder Beate Zschäpe. Rechtsextreme halten sich somit in der Regel auch auf Online-Plattformen auf, die vom Netzdurchleitungsgesetz überhaupt nicht erfasst werden. Welche Möglichkeiten gäbe es denn aus Ihrer Sicht? Und ich frage natürlich auch meine Diskussionspartner hier im Raum, in solchen Fällen gegen diese Plattformen vorzugehen und gegebenenfalls eben auch die Täter, die dort unterwegs sind. Erst einmal Frau Schwarz. Dankeschön. Ein Satz zum Netzwerkdurchsetzungsgesetz mag mir noch erlaubt sein. Ich finde,
Grundsätzlich muss man da vielleicht auch noch mal einen Schritt vorher rangehen, nämlich in der Frage, wie soll es technisch eigentlich möglich sein, genau diese möglicherweise justiziablen Inhalte zu identifizieren, weil wer sich mal so 20 Minuten mit künstlicher Intelligenz auseinandersetzt, weiß, dass es da wahnsinnig viele Probleme gibt in der Spracherkennung und auch vor allem im Deutschen noch mal viel mehr, weil weniger dran gearbeitet wird. Jetzt zu den Plattformen an sich. Ich fürchte, die Regulation wird da relativ wenig bringen am Ende, weil es immer eine neue Plattform gibt, die in einem neuen Land auftritt. Und wir haben das ja schon auch lange Zeit gesehen mit zum Beispiel alternativen Domain-Anbietern, die ja relativ früh auch in der rechtsextremen Szene aufgetaucht sind, dass man eben selbst Infrastrukturen aufbaut. Und das werden wir eben auch erleben, wenn wir versuchen, Telegram zu regulieren. Steam hat in gewisser Weise versucht, was zu tun. Discord hat gerade erst die Proud Boys deplattformt, also von der Plattform geschmissen. In Deutschland sind es noch einige, die eigentlich unbehelligt bleiben, und gerade Telegram ist in den letzten Wochen und Monaten massiv gewachsen. Das heißt, vor allem Verschwörungsideologen auf Telegram haben massiv Zulauf erfahren, und jetzt mag man diesen veganen Koch vielleicht auch belächeln wollen oder nicht, aber Fakt ist am Ende auch, dass er 66.000 Menschen in seinem Telegram-Channel hat und denen zum Beispiel auch erzählt, Mitarbeiter des jüdischen Forums hätten versucht, einen Anschlag auf ihn zu verüben. So, und das Potenzial für Gewalt dahinter möchte ich nicht zu sehr einschätzen, und ich möchte auch keine Prophezeiungen treffen, aber im Grunde genommen ist das ein tatsächliches Problem für die öffentliche Sicherheit. Ich glaube, was man machen kann, ist, sich dem Problem zu nähern, indem man sich bestimmte Phänomene anguckt, weil über die Plattform allein funktioniert es nicht, und dann versucht herauszufinden, wer eigentlich die Wortführer in diesen Phänomenbereichen sind, in diesen neuen Erzählungen, Strukturen, die da auftreten. Weil es wird immer ad hoc sich neu formende Strukturen geben. Und jetzt aktuell sehen wir zum Beispiel, dass QAnon in Deutschland ziemlich groß geworden ist. Für die, die es nicht kennen, riesengroße Verschwörungsmythos, der ganz verschiedene kleine Verschwörungserzählungen in sich vereint, aber die Im Grunde ist es so, dass die Erzählung sagt, dass Donald Trump der Erlöser ist, weil der Deep State, im Deep State werden alle möglichen Fäden von Leuten gezogen, ohne dass irgendjemand durch demokratische Prozesse Einfluss darauf hat. Und im Grunde genommen gehört auch ständig Kindesmissbrauch zu dieser Erzählung. Dem Verfassungsschutz in Sachsen ist es nicht bekannt gewesen, dass es QAnon-Anhänger in Deutschland gibt. Jetzt gibt es aber einerseits mindestens einen AfD-Verband, der in Sachsen genau diese Inhalte auf Facebook postet. Und es gibt einen YouTuber, dem täglich 20.000 Menschen zuschauen, der auch in Sachsen wohl wohnt und aus der Reichsbürgerszene kommt. Und da muss man eben auch nochmal schauen, wie verbinden sich zum Beispiel gerade diese Verschwörungsideologen mit der Reichsbürgerszene. Und darüber kann man vielleicht auch nochmal schauen, wo die konkrete Gefahr liegt. Hier muss man aber eben extrem ordentliches Verständnis für das Internet und Digitales haben und eben die entsprechende Manpower, die auch, oder Womanpower, die Anke Domscheit-Berg gerade auch schon angesprochen hat. Ich schaue Anke Domscheit-Berg nochmal an. Ich würde gerne ergänzen, weil ich glaube, in diesem Phänomenbereich treffen wir sehr, sehr stark auf sogenannte Intensivtäter. Das sind also gar nicht so viele Menschen, die sehr, sehr viel von diesem Anteil an Hasskriminalität verursachen. Deswegen sollte es eigentlich originäre Ermittlungsarbeit sein, die zu identifizieren. Zum Teil kennt man die sogar. Also man muss diesem veganen Koch ja nicht unbedingt auf Telegram folgen, um zu wissen, was der macht und sagt, der läuft ja auch woanders herum. Das heißt, die Personen zu identifizieren, die quasi so Spinne in solchen Netzwerken sind, dann das Netzwerk zu analysieren auf digitalen und analogen Wegen und dann zum Beispiel auch digitale Streifen einzusetzen. Das ist ja nicht verboten, da auch in so eine Gruppe reinzugehen. Man kann ja auch mal Polizist machen und Dinge verfolgen. Und im Übrigen dann auch blinde Flecken bei großen Netzwerken, die eigentlich dem NetzDG ja unterliegen, wie Facebook, offen zu legen. Wenn man zum Beispiel die Facebook-Gruppen anguckt, das sind zum Beispiel jede Menge rechtsextremer Gruppen,
Natürlich melden die sich nicht gegenseitig für rechtsextreme Inhalte, ist doch völlig klar. Und der Moderator wird es wahrscheinlich nicht tun. Aber das Netz-DG verlangt ja nur, dass gemeldete Inhalte weitergegeben werden. Das heißt, da tut Facebook gar nichts. Und das ist auch über künstliche Intelligenz nicht ohne weiteres zu finden, weil sehr viele dieser Inhalte zum Beispiel mit Bildern arbeiten. Und da kann die Spracherkennung lange rumsuchen, wenn die dann einfach zum Beispiel posten, sowas wünsche ich auch Angela Merkel und darunter ist dann ein Foto mit Galgen und Hakenkreuzen drauf. Ja, das findet halt die Spracherkennung nicht. Man kann ja Merkel irgendwas wünschen, das ist ja nicht strafbar, ne? Aber in Verbindung mit dem Bild ist es dann halt eine Botschaft. Und da müsste man sehr stark gucken, was in diesem Dark Social passiert, in WhatsApp-Gruppen, in Facebook-Gruppen. Und das ist nicht unmöglich, da reinzukommen. Da gab es ja gerade dieser Tage eine Recherche von verschiedenen deutschen Medien, vergessen, wie die heißt, und was mit die Hassmaschine, glaube ich, hieß sie, empfehle ich unbedingt in der Mediathek noch zu suchen und anzugucken. Da kam zum Beispiel heraus, dass 64% aller Beitritte in rechtsextreme Facebook-Gruppen aufgrund von Empfehlungen von Facebook erfolgen. Stehen dann also sich selbst verstärkende Systeme, was wir auch manchmal so als Filterblase bezeichnen, wo Leute einfach immer tiefer in so einen Tunnel reingeraten und am Ende sind sie in einer völlig eigenen Welt mit völlig einseitigen Informationen und kriegen niemals eine Gruppe vorgeschlagen, wo sie vielleicht andere Informationen bekommen, die dieses Weltbild nicht unterstützen. Das halten wir gleich mal fest, weil Sie haben jetzt schon gleich übergeleitet zu meiner nächsten Frage, die ich Ihnen stellen wollte, zur Rolle von Algorithmen und wie man damit umgeht. Ich gucke nur Konstantin von Notz an, will er noch was ergänzen? Ja, also ich glaube, dass man zu wenig über die Verantwortung der Unternehmen spricht, die mit ihren Angeboten Milliarden von Euro verdienen. Und die haben auch einfach eine gesellschaftliche Verantwortung. Und es klingt ja immer jedes Analogbeispiel. Aber ich, keine Ahnung, wenn, also auch ein Fußballverein, der 50.000 Leute ins Stadion lässt, kann es nicht dulden, wenn auch nur ein Block mit 1.000 Leuten schlimme Nazi-Lieder singt. Dann muss der auch irgendwas machen. Ja, übrigens, also ich will jetzt nicht mit meinem hinkenden Beispiel versuchen, dich zu widerlegen. Und ich teile das, dass auch die Polizei natürlich irgendwie, dass es sowas wie eine Digitalstreife geben muss. Das ist ja auch schon mal eine Aussage, ja, dass die Polizei im Netz unterwegs sein muss, so wie sie eben auch über die Straßen fährt. Ja, das finde ich auch. Ich finde es aber an sich, also natürlich darf ein Konzern kein Hilfs-Sheriff sein. Aber so wie eben auch ein Veranstalter gravierende oder Straftaten auf seiner Veranstaltung meldet oder die Polizei ruft oder ja, so ist im Grunde auch Facebook in der Pflicht nicht. Und wir würden das vom Fußballverein auch verlangen, wenn da die schlimmen Lieder gesungen werden. Und so würde ich eben auch sagen, solche Konzerne wie YouTube, Facebook und andere, die zu den reichsten Konzernen der Welt gehören, von denen kann man es sich nicht gefallen lassen, dass sozusagen bei ihnen jeden Tag unsere Gesellschaft auseinandergekloppt wird. Das haben wir zugelassen und es ist so, wenn man nach Amerika guckt, dass eben die Auswirkungen schon politisch da in einer Form greifbar sind und auch finalisiert irgendwie. Ja, und wir werden jetzt im November sehen, wie das ausgeht. Das wird total interessant werden. Aber ich will damit sagen, es ist eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung, die über strafrechtliche Logiken auch hinausgeht. Und ich finde, die Diskussion führt die Politik nicht scharf genug. Wenn ich mir überlege, wie entschlossen man in anderen Bereichen sich auch klar positioniert, dann verstehe ich diese Milde nicht. Danke. Anke Domscheit-Berg hat eben schon die Stichworte aufgenommen, wenn man dann auf Facebook schon diese Empfehlungen bekommt und die Rolle der Algorithmen. Vielleicht können Sie uns auch nochmal erklären, wie das eigentlich funktioniert und zur Verbreitung von digitalen Hasskommentaren oder eben auch anderen Inhalten beiträgt. Ja, man muss sich mal überlegen, was das Geschäftsmodell von Konzernen wie Facebook ist. Das Geschäftsmodell ist Einnahmen für Werbung. Das sind bei Facebook 70 Milliarden Dollar jedes Jahr. Das ist ganz ordentlich Geld. Und wie gewinnt man Werbung? Indem Leute möglichst lange auf der Plattform bleiben.
wie bleiben sie möglichst lange auf der Plattform. Da hat also Facebook ordentlich Forschung betrieben und hat von Psychologen gelernt, dass Menschen, die sich aufregen, länger auf der Plattform bleiben. Wann regen sich Menschen besonders auf, so dass sie auch länger auf der Plattform bleiben? Wenn sie sich negativ aufregen. Dann neigen sie häufiger zum Kommentieren, zum Teilen, zum Aufregen. Selbst wenn man positive Emotionen hat, teilt man nicht so viel, kommentiert man nicht so viel. Das ist bedauerlich für uns als menschliche Wesen, aber so funktionieren wir. Das wird von den großen Plattformen einfach gnadenlos ausgenutzt. Und deswegen werden in der Anzeigehierarchie, also in der Timeline, wie man Inhalte angezeigt bekommt, nach wie vor, auch wenn Facebook sagt, sie hätten da Dinge geändert, tendenziell ist es aber immer noch so, die Dinge am höchsten und am längsten angezeigt und damit auch am weitesten verbreitet, die Menschen negativ aufregen. Und das führt uns am Ende in eine Eskalations-, Polarisierungs- und Spaltungsspirale, die genau zu so einer Verstärkung von Hasskriminalität im Netz auch führt. Und die Gruppenempfehlungen, die ich vorhin erwähnt habe, sind dann eine weitere Art und Weise, wie Algorithmen dazu beitragen, dass sich hier parallele Welten bilden, die dann auch sehr, sehr schwer durch Alternativen erreichbar sind, zum Beispiel durch normale Medien, weil sie in diesen Gruppen ja immer von morgens bis abends erzählt bekommen, das sind Fake News, das ist Lügenpresse, die glauben ja am Ende gar nicht mehr, was woanders ihnen noch in der Welt an tatsächlichen Fakten begegnet. Und das ist eine wirklich große Gefahr. Was dann von Notz gerade als letztes angesprochen hat, das möchte ich auch unterstreichen. Wir reden ja hier wirklich von inzwischen den mächtigsten Unternehmen der Welt, den reichsten Unternehmen der Welt. Es gab noch niemals in der Geschichte der Menschheit ein Unternehmen mit 2 Milliarden Kunden, aber Facebook ist so eins. Und die großen Regierungen dieser Welt haben zugeguckt, wie diese Konzerne so unfassbar reich und damit auch mächtig geworden sind, dass man sie jetzt kaum noch in die Knie zwingen kann. Sie haben einfach zu viel Einfluss überall. Das heißt aber nicht, dass es nicht möglich ist. Und wir sehen gerade jetzt aus den USA heraus, wie man sie eigentlich am ehesten erwischen kann, nämlich beim Geld. Da gibt es die Initiative Stop Hate for Profit im Zusammenhang mit Black Lives Matter und anderen Initiativen, wo große Unternehmen, die heute über 90% ihres Werbeetats bei den sozialen Medien lassen, zum Beispiel bei Facebook, haben wir mal ein paar aufgeschrieben, ja, Unilever hat ein Jahresbudget von 42 Millionen Dollar, Coca-Cola von 22 Millionen, Starbucks von 95 Millionen Dollar, das meiste unter anderem bei Facebook. Und die haben jetzt erklärt, wir wollen nicht mehr unsere Werbedollar auf einer Plattform lassen, die derart basierend Hass verbreitet, weil aber, wie anfangs erklärt, Werbedollars das eigentliche Geschäftsmodell sind, fangen jetzt an, die Aktionäre von Facebook und Twitter beunruhigt zu werden, weil das heißt ja weniger Werbeeinnahmen logischerweise. Da ist an einem einzigen Tag der Börsenwert von Facebook um 8% eingesunken, der von Twitter um 7%. Muss ich abgucken, um 7 Milliarden an einem einzigen Tag ist das Vermögen von Mark Zuckerberg gesunken. Und das ist vielleicht die Botschaft, die ihr versteht. Der nackte Dollar, das ist vielleicht was, wo man vielleicht auch mal die europäische Wirtschaft ansprechen kann, weil auch die machen alle Werbung auf Facebook, einem Konzern, der unsere Gesellschaft zerstört. Ja, also mir würde es gar nicht darum gehen, diese Konzerne in die Knie zu zwingen, sondern ich würde einfach sagen, sie müssen halt reguliert werden. Und wir schreiben Automobilkonzernen vor, wie weit der Abstand von Blinkern zu sein hat, wie viel Gurte und wie viel Airbags so ein Ding braucht. Und wir regulieren alles, ja. Jede Glühbirne, die in diesem Raum hier verschraubt ist, hat eine DIN-Norm und ist reguliert, um bestimmten Sicherheitsvorschriften zu entsprechen. Und in dem Bereich haben wir nichts Richtiges. Ja, und das Netzwerkdurchsetzungsgesetz ist unausgegoren, wie wir das vorhin analysiert haben. Und da muss man sagen, ist der Staat seiner regulierenden Verantwortung nicht gerecht geworden. Und wir ernten sozusagen den Hass, der in dieser Mühle produziert wird. Und er ist für unsere Gesellschaft ein maximales Problem. Ja, und ich glaube wirklich, ich würde nicht so weit gehen zu sagen, dass es ursächlich ist für die massiven Probleme, die wir in den Demokratien westlichen Typs jetzt sehen. Aber es ist auf jeden Fall mitkausal. Und dass wir darauf keine Antwort gefunden haben, verbunden mit auch der Bedrohung
von den demokratischen Willensbildungsprozess, die wir haben. Ja, also mit der Frage im Raum, ob nicht über Propaganda und Manipulation über diese Netzwerke eben auch Wahlen manipuliert wurden, und zwar weil intransparent, irgendwie illegitim. Da muss man sagen, sind wir immer noch nicht gut aufgestellt. Die nächste Bundestagswahl steht vor der Tür. Und wenn man sich da sozusagen den Abgrund anguckt, der da darstellbar ist, dann ist einfach die Bundesregierung und auch dieses Parlament mit ihren Mehrheiten diesem Auftrag nicht gerecht geworden, diese Unternehmen so zu regulieren, dass sie eben den Diskurs und die Demokratie nicht kaputt machen. Und ich sage das nochmal, Meinungsfreiheit schreibe ich zu 150%, aber man muss sich einfach, jetzt habe ich eben die Glühbirnen genannt, aber man muss sich einfach angucken, wie wir den öffentlich-rechtlichen Rundfunk regulieren. Was man da alles aufgeschrieben hat aus den Erfahrungen des Dritten Reiches über die Manipulationsanfälligkeit von Fernsehen und Radio, da hat man als Gesetzgeber unendlich viel gemacht. Und hier tun wir einfach zu wenig. Und wenn wir da nicht in die Puschen kommen, dann wird diese sehr beklagenswerte Entwicklung weitergehen. Frau Schwarz, wenn Sie auch dazu noch etwas sagen wollen, gern. Ansonsten würde ich aber gern noch zu einem anderen Stichwort. Ich habe gesagt, wir können uns nur zu einzelnen Punkten auch des Netzwerksdurchleitungsgesetzes hier verständigen. Aber die Pflicht zur Herausgabe von Passwörtern und auch aktuelle Entwicklungen bewegen mich schon noch. Und damit möchte ich dann noch ein zweites Buch mit hier einführen. Sie haben in dem Buch Extreme Sicherheit auch einen Beitrag geleistet und dort über Beispiele für Datenlecks bei Polizei- und Justizbeamten geschrieben. Es wurden Dienstinterner wie private Daten, Ermittlungsstände, auch Verschlusssachen an Rechtsextreme weitergegeben. Und im Zuge der Kritik an der Passwortherausgabe, die eine hohe Eingriffsintensität ins Private aufweist, werden eben auch immer wieder, und wir sehen anhand dieser Vorgänge auch zu Recht, Bedenken, zumindest gegen einzelne Polizisten, laut. So schreibt Netzpolitik.org in einer Stellungnahme zum Netzdurchleitungsgesetz, oder besser zitiert Ulrich Kälber, den Bundesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit: Es sei nicht möglich auszuschließen, ob eine Polizeibehörde Beweise verändert oder Daten im Namen des Beschuldigten gespeichert oder irgendwohin weitergeleitet hat. Das heißt, es ist in den letzten Jahren auch hier immer wieder zu Missbrauchsskandalen gekommen. In Frankfurt wurde die Anschrift der Anwältin Seda Basayildis, eine Anwältin von Opferfamilien des NSU, in einem Polizeicomputer abgefragt. Sie erhielt Drohbriefe, unterschrieben mit NSU 2.0. Insofern die Frage, wie gesagt, gern auch zu den letzten Punkten noch, kurz und knapp, aber wir haben uns ja noch drei Punkte vorgenommen. Wie ist aus Ihrer Sicht zu garantieren, dass Zugangsdaten von Behördenmitarbeitern nicht missbraucht werden, um private Chatverläufe oder Freundeslisten an unbefugte Dritte weiterzuleiten? Und was gibt es über die inzwischen stichprobenartig eingeführten Kontrollen zu Zugriffen auf Polizeidatenbanken zu sagen? Tatsächlich doch ganz kurz zu den anderen Punkten. Ich glaube, eine der wichtigsten Möglichkeiten, soziale Medien zu regulieren, sind Transparenzpflichten. Und zwar, was Moderationspraktiken, aber auch Algorithmen betrifft, wie viel Geld wird da ausgegeben, wie sind die Leute ausgebildet, also wirklich umfassend. Ich glaube, einer Illusion dürfen wir nicht erliegen, und das ist die Tatsache, dass es immer auch Hass geben wird, der nicht justiziabel ist. Und wir wissen, dass auch nicht alles, was wir als Morddrohung verstehen würden, gesamtgesellschaftlich, oder viele von uns als Morddrohung verstehen würden, unbedingt eine justiziable Morddrohung ist. Das heißt, es gibt auch Anpassungsphänomene, auch gerade in der extremen Rechten, gerade bei denen, die wortführend sind, die agitieren, die die Leute anleiten, die wissen, wie sie sich zu verhalten haben, damit es eben in diesem Grauzonenbereich ist. Und dafür braucht es eben genau die erwähnten Investitionen in die Zivilgesellschaft. Was jetzt
das den Teil mit den Daten betrifft. Ich fürchte, es gibt da noch reichlich Fälle, die uns alle noch gar nicht bekannt sind, wo persönliche private Daten weitergegeben werden. Wir hatten ja das schöne Beispiel mit Helene Fischer, deren private Daten abgefragt wurden, ohne dass es irgendeinen Sinn gehabt hätte. Ich glaube, mehrere Dutzend Mal. Und die der Weg, wie man dahin gehen muss und kann, ist eine unbedingte Überprüfbarkeit. Das heißt, wer hat wann welche Daten abgerufen und zu welchem Zweck? Und das muss für die bisherigen Datensätze passieren, bevor man überhaupt über die Erhebung weiterer Datensätze spricht. Ja, Konstantin. Ja, also ich will an der Stelle mal sagen, deswegen bin ich auch eingeladen worden, glaube ich, es gibt da sehr problematische Vorfälle und die müssen klar benannt werden. Ja? Aber ich darf es an der Stelle auch mal sagen, die Polizei und die Sicherheitsbehörden, wir brauchen sie dringend und sie sind eine ganz wichtige, haben eine ganz wichtige Rolle in der Verteidigung unseres Rechtsstaats. Ja, das heißt, staatliche Gewalt muss immer kontrolliert werden und natürlich auch polizeiliche Gewalt muss kontrolliert und auch hinterfragt werden, aber wir brauchen sie zur Verteidigung unseres Rechtsstaats. Und es verbietet sich, fand ich die Diskussion in den letzten Wochen, sage ich mal, zumindest wenig fruchtbar. Es verbietet sich ein Generalverdacht in alle Richtungen, immer und auch gegenüber den Polizeibeamten und Polizeibeamten. Man muss die Problemfälle, die es gibt, muss man klar benennen. Ja, und da gibt es überhaupt nichts dran zu deuteln. Aber die Wahrheit ist auch, sozusagen ein Bild zu erzeugen, dass in diesen Bereichen nichts passiert, also die Polizei nicht handelt und die Justiz nicht durchgreift und so. Das führt am Ende ja auch zu einem Bild unseres Rechtsstaats, der problematisch und meiner Ansicht nach auch nicht authentisch ist. Und deswegen kann ich nur sehr daran appellieren, sozusagen hier Diskussionen zu führen, die die Gräben nicht vertiefen, die Probleme, die es gibt, klar benennt. Und das ist natürlich, ja, die Polizei, die Sicherheitsbehörden sind Abbild unserer Gesellschaft. Und in unserer Gesellschaft gibt es zweifelsohne Rassismus. Und deswegen gibt es eben, so wie es bei den Grünen auch Rassismus gibt und bei der CDU Rassismus gibt und in der Kirche Rassismus gibt, gibt es auch in der Polizei Rassismus. Polizei ist die Besonderheit, dass die Polizei eben staatliche Gewalt ausübt. Ja, das tut die Partei der Grünen jetzt nicht und die Kirchen auch nicht. Und deswegen ist es da besonders sensitiv und schlägt es auch immer besonders problematisch auf. Und deswegen muss man darüber auch reden können. Aber ich appelliere sehr, gegenüber den Sicherheitsbehörden keinen Pauschal-, keinen Generalverdacht zu stellen, weil das einfach maximal unproduktive Diskussionen werden. Völlig klar, Frau Schwarz hat sich gemeldet, von mir nur ein Einwurf. Nur ganz kurz, ich glaube, so weit auseinander sind wir da nicht, aber ich glaube, dass dieser Vorwurf des Generalverdachtes so ein bisschen ein Strohmann-Argument ist, weil ich glaube, nur wenige Beteiligte der Debatte das wirklich so gesagt haben, sondern es geht halt eben genau das um das, was Sie gesagt haben, nämlich dieses die Struktur, den strukturellen Rassismus, der sich eben auch in der Polizei abbildet und worüber wir einfach reden müssen, ist A, dass wir keine vernünftige Studienlage haben, was zum Beispiel eben menschenfeindlich Einstellungen in der Polizei betrifft, dass es an Aufklärung ohne Ende fehlt, dass es eben während des NSU die Kriminalisierung der Opfer gab und dass es auch im Zusammenhang mit Polizeigewalt einfach immer auch eine Deckung gibt und dass es da eben keine vernünftige Aufklärung gibt. Und genau diese Strukturen sorgen eben auch dafür. Und dazu auch ist das Opfer von Hass Angriffen nicht ernst genug genommen werden. Die sorgen dafür, dass wir zum Beispiel ein hohes Dunkelfeld an antiziganistischen Straftaten haben, weil die Menschen sich nicht zur Polizei begeben. Und genau denen, ich vermisse tatsächlich, dass wir über diese Leute reden und darüber reden, wie wir denen auch ein Vertrauen in die Polizei geben können. Und da gehört eben auch dieser vielleicht auch hart geführte Debatte dazu, die wir jetzt gerade hatten. Ja. Es wäre vielleicht eine eigene Veranstaltung wert, vielleicht sollten wir darüber nachdenken. Ich erinnere mich gut, dass wir am Ende des ersten NSU-Untersuchungsausschusses, also im Jahr 2013, in dem gemeinsamen Bericht, damals ja noch hier versammelten nur demokratischen Fraktionen,
genau das Thema des strukturellen Rassismus aufgerufen haben und das beispielsweise gar nicht anhand der Polizei, sondern Erlebnissen von Familien der vom NSU-Terror Betroffenen in Meldebehörden oder in Schulbehörden und anderen aufgemacht haben. Und das sage ich auch als bekennendes GdP-Mitglied. Ich habe in jeder Debatte gesagt, behaupte überhaupt nicht, dass jeder ermittelnde Polizist oder Staatsanwalt, ob nur im NSU-Komplex oder hier in Berlin-Neukölln, wenn es um diese unfassbare Serie an Anschlägen geht, wo es bis heute keine Festnahmen gibt, keine Strafverfolgung, dass die alle Rassisten sind. Aber dass sie zum Teil auch auf Strukturen treffen, die einfach diese vorurteilsbeladene Behandlung von bestimmten Dingen begünstigen oder einen einfach nicht einmal in eine andere Richtung schauen lassen. Aber vielleicht sollten wir das tatsächlich mal in einer anderen Veranstaltung vertiefen, weil wir reden heute viel über das Thema, wie kommen wir mit dem Strafrecht und mit den Gesetzen voran. Aber ich denke auch, die Bereiche, die eigentlich zuständig sind, bevor Polizei und Justiz übernehmen müssen, sind wichtig. Aus dem Bundesprogramm Demokratie leben des Bundesfamilienministeriums wurde die gesamte Fördersäule Hate Speech einfach gestrichen. Die Bundesregierung hat nun im Zuge der Corona-Pandemie zahlreiche Hilfsmaßnahmen, Pakete zur finanziellen Unterstützung im Parlament vorgelegt. Es wurde vieles aufgelegt. Wir haben heute gerade wieder Beschlüsse im Bundestag in einer Sondersitzung gefasst, werden das im Laufe dieser Woche weiter tun. Aber wohin beispielsweise diese Mittelstreichungen im bewährten Programm Demokratie leben führen, ist überhaupt noch nicht abzusehen oder wo insgesamt da Hand angelegt wird, wenn wir nicht in den noch kommenden Haushaltsberatungen für das Jahr 2021 entsprechend aufpassen. Die Grünen-Fraktion hat einen eigenen Antrag dazu eingebracht, Drucksache 19-17750 für diejenigen, die sich das anschauen wollen. In diesem wird insbesondere die finanzielle Förderung der zivilgesellschaftlichen Arbeit gegen Rechtsextremismus und Rassismus gefordert. Und auch wir, die Linksfraktion, haben das als zentrale Forderung in einem Antrag 19-17770. Welche Strategien, Konstantin von Notz, kann es geben, um trotz der natürlich nicht zu bestreitenden Mehrbelastungen des Bundeshaushaltes, die wir jetzt schon haben und die natürlich auch noch kommen werden, gerade diese Projektförderung wieder aufleben zu lassen? Ich glaube, da müssen wir gemeinsam aufklären, um Akzeptanz werben und auch ganz deutlich machen, was das bringen kann, bevor tatsächlich Polizei und Justiz zuständig werden oder damit sie überhaupt nicht zuständig werden. Ja. Also das ist eben ein Bereich, ich würde mal sagen, das sind die Mühlen der Ebene, die da von Menschen mit hohem persönlichem Engagement seit vielen, vielen Jahren betrieben werden, vor ganz unterschiedlichen Hintergründen und die sich übrigens schon ohne jede Streichung von Mitteln immer von Förderantrag zu Förderantrag hangeln mussten und die sozusagen eine kontinuierliche Arbeit in diesem Bereich der Demokratiesicherung, so würde ich das mal nennen, eben erschwert haben. Und da muss man mal aus allen Sonntagsreden rausgehen, die da immer gehalten werden über 70 Jahre Grundgesetz und Ähnliches. Es gibt Menschen, die engagieren sich dafür, tatsächlich für unsere Verfassung und für unser Grundgesetz, waren übrigens in Strukturen, wo häufig sonst nicht so viel staatlich los ist. Und die sind auf diese Gelder angewiesen. Und wenn man dann die Beträge anguckt, um die es geht, und anschaut, was wir sonst so mit Steuergeld machen, dann würde ich sagen, ist das überschaubar und kein falsch investiertes Geld. Und ich kann uns nur allen sehr raten, übrigens auch der FDP und der Union und allen Beteiligten, SPD sowieso, hier sozusagen aus der Streichungslogik rauszugehen. Es ist ein Bereich, in dem wir gerade in diesen bewegten Zeiten mehr Geld zur Verfügung stellen müssen und in dem wir den zivilgesellschaftlichen Strukturen, denen es gibt, eine Planungssicherheit geben müssen. Das heißt, dass sie sich eben nicht mehr unsicher von Jahr zu Jahr hangeln oder von Dreijahresvertrag zu Dreijahresvertrag, sondern in der sie eben planen können.
Und gerade wenn wir sagen, es fehlen in bestimmten Regionen und Flächen Strukturen in der Demokratiearbeit, dann ist doch das ein Bereich, der von Kürzungen nicht betroffen sein darf. Bevor ich gern noch kurz an Anke Domscheit-Berg und wenn Sie wollen auch Frau Schwarz dazu das Wort gebe, kündige ich hier schon mal an. Wir können das hier im Saal gerade nicht sehen, aber andere verfolgen das mit, was im Chat leitend zu unserer Veranstaltung ist. Und mir sind hier zumindest schon zwei Fragen übermittelt worden, die ich dann in den Raum stellen würde. Und wer meint, antworten zu können, macht sich bemerkbar. Und wir wollen also auch denjenigen, die uns jetzt hier online folgen, die Möglichkeit geben, ihre Fragen hier loszuwerden und beantwortet zu bekommen. Anke Domscheit-Berg. Ja, nur ganz kurz, was Konstantin von Notz beschrieben hat, ist eigentlich das, was wir meinen, wenn wir sagen, es braucht ein Demokratiefördergesetz. Es braucht endlich eine Abkehr von der Projektförderung, die ist nämlich ursächlich für die ständigen Befristungen. Und das Problem bei den Projektförderungen ist, dass man nicht das gleiche Projekt nochmal beantragen kann, weil es total erfolgreich genau das getan hat, was man versprochen hat, zum Beispiel Integration zu fördern und Hass abzubauen, sondern man muss sich immer irgendwas Neues ausdenken. Man muss alle 3 Jahre irgendwie neu erfinden, was man jetzt irgendwie anders macht, weil dieses neue Projekt, das hat dann wieder eine Chance auf Förderung. Und das ist Quatsch, das funktioniert in der Fläche so nicht. Und das ist genau der Grund, weshalb wir eine strukturelle Förderung brauchen und nicht mehr eine Förderung von befristeten Projekten, die ja im Übrigen auch einen unglaublichen Aufwand immer wieder an Bürokratie verursachen. Mhm. Danke, Frau Schwarz. Genau das tatsächlich, also diese Absurditäten, dass man immer wieder neue Ideen finden muss, um ähnliche Projekte weiterführen zu können, finde ich vollkommen absurd. Auch nochmal vielleicht auf die, dass das Gesetzesvorhaben bezogen. Ich glaube, was auch fehlt, ist einfach letztendlich, es ist gut, dass der Schutz von Kommunalpolitikern drin ist, aber genau auch der Schutz von Menschen, die sich zivilgesellschaftlich, gerade auf dem Land, gerade in problembehafteten Orten engagieren, dass da auch viel mehr getan wird. Wir haben gerade das Phänomen, dass Leute wie eben die schon erwähnten Response Hessen sich unglaublich viel um die Opfer des Anschlags gekümmert haben. Wir sehen gerade, dass wir in einem Zeitalter sind, in dem Verschwörungserzählungen wahnsinnigen Aufwind haben und dass es eigentlich nicht genug Leute gibt, die da auch Angehörigen beratend zur Seite stehen. Also wir brauchen einerseits die Möglichkeit, dass wir da auch schnell reagieren können als Demokratie, andererseits aber eben genau diese Nachhaltigkeit, was das Ganze betrifft. Es kann eigentlich nicht sein, dass gute Projekte, die beratend zur Seite stehen, die von vielen Menschen genutzt werden, auch digitale Streetwork-Projekte, dass da nicht weiter gefördert wird. Ich habe nur diese Modeerscheinung, die wir ja vom Hass im Netz so ein bisschen umgekehrt haben auf den Bereich der Desinformation, in dem ich ja auch gearbeitet habe als Faktencheckerin. Darüber haben wir dann wieder eine Weile geredet für 3-4 Jahre und jetzt ist das nächste Thema wieder da. Und wahrscheinlich reden wir jetzt über Verschwörungsideologien, aber alle Probleme sind gleichzeitig da und genau da müssen wir angreifen. Und da müssen wir vielleicht auch nochmal über gemeinnützigen Journalismus zum Beispiel reden. Also Modelle, wie wir da auch weiterkommen können. Ja, herzlichen Dank bis hierher. Mir sind, wie gesagt, Fragen aus dem Chat jetzt übermittelt worden. Die erste Frage, kann man europäische Alternativen zu Facebook schaffen, die steuerfinanziert und werbefrei sind? Fühlt sich da jemand? Ja, es ist eine Forderung, die ich schon sehr lange aufstelle, weil für mich ist das eine digitale Infrastruktur oder eine soziale Infrastruktur der digitalen Gesellschaft. Und das sollte einfach frei sein von kommerziellen Interessen, die am Ende zu solchen negativen Folgen führen, wie wir sie heute den ganzen Abend lang diskutiert haben. Das muss genauso zur Verfügung gestellt werden wie ein Bildungssystem und ein Gesundheitswesen oder ein Straßennetz. Es muss einfach ein Netz sein, ja, ein soziales Netz, aber eben eine Infrastruktur, die das Bedürfnis, das Menschen haben, sich miteinander zu vernetzen, zu kommunizieren und das über das Internet zu machen, eben nicht kommerzialisiert. Und das soll aber kein Staatsnetz sein, das wäre also äußerst gefährlich und das will ich auf gar keinen Fall. Auch keins der Europäischen Kommission. Aber was spräche dann dagegen ist, gemeinwohlorientiert zu organisieren,
nach sehr, sehr hohen Transparenzstandards, aber öffentlich langfristig zu finanzieren. Also quasi eine Art Wikipedia von der Transparenz her, aber mit einer besseren Governance und natürlich auch einer besseren Gender Balance zum Beispiel in der Art und Weise, wie sowas entwickelt wird. Es kann Open Source sein, ja, es gibt diese Idee, und da glaube ich, wäre die Europäische Union ein hervorragender Ort, wo man sowas ansiedeln kann. Und das wäre allein über die Menge, es sind immerhin ein Raum von 500 Millionen Menschen, eine halbe Milliarde, das könnte ja auch nach außen offen sein, sollte es auch, und könnte dann natürlich ein Netzwerk sein, das dann von Facebook auch Leute abzieht. Das erfordert aber eine zusätzliche Regulierung, nämlich eine Zwangsinteroperabilität, die es den Menschen, die in diesem gemeinwohlorientierten Netzwerk unterwegs sind, ermöglicht, trotzdem zu kommunizieren mit Freunden und Nachbarn, die da eben noch nicht sind, weil sie immer noch bei Facebook hängen. Dass dieser Login-Effekt, dieser Einschlusseffekt, dieser Effekt, den Facebook als Vorteil seiner großen Vernetzungsmacht ausnutzt, dass der auch gebrochen wird, auch das wäre eine Möglichkeit, über Regulierung Veränderungen zu erreichen. Also diese Interoperabilität finde ich auch... Wollten Sie was sagen? Sorry. Die Interoperabilität finde ich auch ganz wichtig. Und ich würde sagen, das ist ja das andere Regulierungsproblem, was wir haben, dass eben der Wettbewerb an großen Plattformen überhaupt nicht funktioniert. Und auch das ist ein Problem, mit dem wir schon seit Jahren ansitzen. Ist der Bundesregierung nichts Kluges zu eingefallen, weder auf nationaler noch auf europäischer Ebene. Ich bin sehr zurückhaltend, was sozusagen sowas wie ein staatlich gesponsertes Facebook angeht. Wenn ich mir angucke, die IT-Großprojekte der Bundesregierung bei der Gesundheitskarte angefangen, die E-Mail, es ist alles zum Abgewöhnen. Die sollen es nur bezahlen. Bitte? Die sollen das nur bezahlen. Ja, ja, genau. Aber irgendjemand muss es machen, und wenn sie es bezahlen, dann wollen sie da irgendjemanden sitzen haben, der dann auch sagt, wie es wird. Und da sage ich mal, also fehlt mir der Glaube, dass da was Innovatives und Gutes rauskommt. Ich glaube wirklich, dass wir versuchen müssen, den Markt halt besser zu steuern rechtlich. Und das haben wir nicht gemacht. Und die Interoperabilität und auch der Zwang dazu und übrigens auch die Verpflichtung zu Wettbewerb, das sind eben die Grundpfeiler der Marktwirtschaft, einer funktionierenden sozialen Marktwirtschaft. Und wenn man die in diesem Bereich nicht anwendet, sondern wenn man im Grunde 15 Jahre lang den libertaristischen Verheißungen des Silicon Valleys hinterher dackelt, nach dem Motto, überall wo kein Staat ist, da ist es am geilsten, dann kommt man eben auf so einen falschen, auf so ein falsches Gleis, auf dem sich das jetzt bewegt hat. Übrigens zum Nachteil von anderen, auch ja, die gesamte deutsche Medienlandschaft und alle leiden ja sozusagen unter diesen Monopolisierungsstrukturen. Und da ist einfach der Gesetzgeber gefragt, der muss Gesetze machen, er wird nicht die bessere Anwendung machen, aber er muss Gesetze machen, die diese Plattformen ordentlich reguliert. Sie haben gleich das Wort, Frau Schwarz. Ich will bloß gleich die nächste Frage gleich noch mit einspeisen, weil ich glaube, in die Richtung geht es. Könnte eine bessere Einbindung von Amateurproduzenten in rundfunkfinanzierte Medien dazu beitragen, dass krude Alternativportale der Wind aus den Segeln genommen wird? Da müsste ich, glaube ich, ausdifferenziert hören, weil ich dann verschiedene Fragen zur Gestaltung hätte. Also erstmal geht das vielleicht davon aus, dass das in öffentlich-rechtlichen Medien vielleicht nicht ganz so gut funktioniert bisher. Da könnte man auf jeden Fall diskutieren darüber, warum zum Beispiel Faktencheck-Projekte nur für Wahlgeschichten oder so im Vorwahlkampf, im Wahlkampf aufgesetzt werden. Ich halte das für ein großes Problem, Desinformation zum Beispiel nur in diesem Zusammenhang zu betrachten. Das ist viel zu verkürzt. Man kann aber darüber reden, dass zum Beispiel der ARD-Faktenfinder, für den ich ja auch ab und zu schreibe, nach einem Jahr seine Texte depublizieren muss, weil das einfach vollkommen hirnrissig ist, was das Fact-Checking betrifft, weil viele von den Sachen, die wir da aufgeschrieben haben, einfach länger als ein Jahr relevant sind und unglaublich viele Sachen recycelt werden.
Und was den Teil mit dem öffentlich-rechtlichen Facebook betrifft, habe ich ähnliche Sorgen wie Herr von Notz, muss ich sagen. Also die Frage ist halt tatsächlich, wer setzt es dann um und wie gut wird es? Kleine Projekte wie die Corona-App haben jetzt ganz gut funktioniert, würde ich sagen, auch mit einer Konsultation mit dem Chaos Computer Club. Das fand ich mal begrüßenswert und die löbliche Ausnahme, wenn man sich die DE-Mail nochmal vornimmt, aber tatsächlich weiß ich nicht, ob es das jetzt bringt. Also ich bin da auch für mehr Angebote vielleicht, aber auch Facebook wird abgelöst werden. Facebook ist schon abgelöst worden bei jüngeren Leuten. Da ist das eigentlich schon gar nicht mehr relevant und eigentlich müssten wir schon über die nächste Plattform und die nächsten Probleme sprechen. Insofern gibt es da, glaube ich, noch einiges zu tun. Dankeschön. Wir sind jetzt 80 Minuten beieinander. Ich habe hier noch eine Frage, die würde ich zwar hier aufrufen, aber versuchen gleich selbst zu beantworten. Und eine Frage zum Abschluss an alle drei. Ich bedanke mich schon mal bei allen, die uns bisher hier gefolgt sind. Ich weiß aus den vielen Online-Beratungen, die wir zurzeit allesamt führen, dass das auch manchmal ein wenig anstrengend ist, wenn man nicht im Saal auch nochmal interagieren kann und auf Zwischenrufe und anderes reagieren kann. Also es ist noch eine Frage reingekommen, der ukrainische Rechtsextremismus hat stark an Dynamik gewonnen und zögert nicht vor der Anwendung von Gewalt. Kann man diesem Problem überhaupt friedlich begegnen? Also friedlich begegnen wir allen, indem wir aber die Macht des Staates natürlich entsprechend, wenn es um Straftaten geht, einsetzen wollen. Aber Sie sprechen hier eine Dimension an, Rechtsextremismus, Rechtsterrorismus, Rassismus, Antisemitismus sind kein nationales Problem und auch nicht einschränkbar. Und gerade durch die Mittel, über die wir heute Abend reden, die sozialen Netzwerke, überhaupt das Internet ist natürlich Vernetzung weltweit und auch die entsprechende Radikalisierung auf viel schnellerem Wege und wie gesagt international möglich. Insofern, wenn wir heute über solche Strategien reden, und über die Sinnhaftigkeit von gesetzlichen Regeln oder ob sie untauglich sind, diesem Phänomen entgegenzutreten, dann ist das auch eine Debatte, die wir mit Blick auf den globalen Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus an dieser Stelle führen. Aber auch hier gilt, wie zu all den anderen Dingen, die wir heute schon angesprochen haben, auch den Ereignissen der letzten Jahre, dass die Netzwerke noch längst nicht aufgeklärt sind, auch übrigens beim NSU, die ganzen internationalen Verflechtungen sind überhaupt nicht, auch nur ansatzweise angepackt worden. So, kleinen Moment, ich gucke jetzt, ob hier noch eine dringende Frage reingekommen ist. Das ist nicht so, deswegen würde ich jetzt eine letzte Frage hier nochmal ins Rund stellen, zurückkommend auf unsere Debatte zu aktuellen Gesetzesvorhaben oder auch zur Novellierung des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes. Bisher soll es so sein, dass Verleumdungen, üble Nachrede oder Beleidigungen auf den sozialen Netzwerken nicht meldepflichtig sein sollen, sondern Betroffene sollen persönlich dagegen vorgehen. Insofern stellt sich die Frage, ob diese Vorhaben im Gesetzgebungsrahmen wirklich sinnvolle sind oder ist es nicht so, dass auf diese Art und Weise auch viele Menschen aus den Netzwerken verdrängt werden, wenn sie zum Beispiel auf Polizisten oder Staatsanwälte treffen, wie Anke Domscheit-Berg das vorhin vorgetragen hat, die gar nicht verstehen, was ihnen gerade im Netz widerfahren ist, wenn es um Beleidigungen geht, Verleumdungen, andere Dinge. Und die Gefahr, dass sie sich dann sowohl im analogen Leben als auch im digitalen Leben daraus zurückziehen. Und welche Strategien sollten wir hier jetzt jenseits unserer Debatten zum Strafrecht entwickeln, um gerade diese Menschen nicht nur zu ermutigen, sondern ihnen vielleicht auch Handwerkszeug in die Hand zu geben, wie sie mit diesen Dingen umgehen. Ich beginne jetzt mit Konstantin von Notz, dann Anke Domscheit-Berg und Frau Schwarz hat das letzte Wort. Ja gut, also in meiner ersten Legislaturperiode, der 17., musste man immer
5 Euro ins Phrasenschwein werfen, wenn man gesagt hat, Internet ist kein rechtsfreier Raum. Und das Internet ist kein grundrechtsfreier Raum, aber es ist eben auch kein rechtsfreier Raum und das gilt heute noch ganz genauso. Und ich sage ja mal, es gibt keine guten analogen Beispiele zu den Dingen, zu den digitalen Entwicklungen, aber ich kann nur sagen, wenn im Straßenverkehr Beleidigungen und verbale Übergriffigkeiten so sanktionslos wären, wie sie das im Netz sind, dann wäre der Straßenverkehr schwieriger, als er es heute ist. Deswegen kann ich nur appellieren daran, dass wir hier unserer Gestaltungsaufgabe als Gesetzgeber gerecht werden. Das ist einmal die Gesetze so zu machen, dass sie funktionieren. Da würde ich sagen, muss man eigentlich gar nicht so viel machen, sondern wir müssen für ihre Durchsetzung sorgen. Und das heißt, wir müssen die Behörden stärken. Wir brauchen vernünftige Meldewege. Ich glaube, dass diesen Punkt, den Sie eben eingangs sagten, dass das ja ein bisschen daran angeknüpft ist, dass in diesem Persönlichkeitsschutzbereich grundsätzlich das Antragsdelikte sind und dass Leute einen Antrag stellen müssen. Aber ich bleibe bei der Vorgabe, dass man die Plattformen in die Verantwortung nehmen muss und sagen muss, das, was sich bei euch zum großen Teil abspielt, ist so vollkommen inakzeptabel. Ja, und zwar nicht nur in den Bereichen, in denen eben das Strafrecht da berührt ist, da muss der Staat sowieso handeln, aber eben auch in den Bereichen, in denen einfach gerade an der Schwelle sozusagen zum Antisemitismus, ist das schon eine verhetzende Karikatur oder ist es gerade nicht mehr ein Unternehmen wie Facebook oder YouTube so rigoros sein sollte, wie sie es in anderen Fragen eben klar sind. Und da kann der Gesetzgeber was tun. Er hat in den letzten Jahren viel zu wenig getan. Er hat übrigens die Probleme auch bei den Sicherheitsbehörden abgeladen. Das muss ich auch mal sozusagen noch benennen. Wenn die Staatsanwaltschaftskeller volllaufen mit beschlagnahmten Computern, die nicht ausgewertet werden können, weil die Staatsanwaltschaften und die Polizeidienststellen manchmal noch nicht mal WLAN haben, dann ist das ein Versagen von den Leuten, die Verantwortung haben für die Polizei und nicht ein Versagen der Polizei. Und deswegen kann man nur sagen, man muss den Sicherheitsbehörden die Technik und das Personal zur Verfügung stellen und dann kommt man einen entscheidenden Schritt voran. Danke. Anke Domscheit-Berg. Ja, zu dem letzten Aspekt fällt mir ein, wie neulich durch die Medien ging, dass Polizisten mit ihrem Handy Chatverläufe abfotografiert haben, weil sie die Technik nicht hatten, in ihren Polizeidienststellen das auf den Laptops vernünftig zu analysieren und zu sichern. Also eine digitale Beweissicherung zu machen, also das unterstreicht, wie weit weg die von angemessenen Arbeitsbedingungen sind. Aber die Frage ging ja auch ein bisschen in die Richtung, was macht man denn mit den Betroffenen, die möglicherweise verdrängt und ausgegrenzt werden aus den digitalen Diskursräumen? Ich höre zum Beispiel immer wieder regelmäßig, ja, wenn dich der Hass stört, dann geh doch da nicht hin. Ja, lösch doch dein Facebook-Profil oder mach dies nicht oder jenes nicht. Dann könnte mir aber auch jeder sagen, na, wenn du nicht willst, dass dich draußen einer dumm anmacht, dann geh halt nicht raus. Das ist doch keine gesellschaftlich akzeptable Antwort. Also auch nicht für digitale Räumlichkeiten. Die müssen für jeden Menschen, der sich anständig benimmt, auch nutzbar sein. Und deswegen muss man auch Lösungen dafür finden, wie man gesellschaftlich damit umgeht. Und da ja die Frage nach Betroffenen war, eine Antwort wieder Beratungsstrukturen fördern. Digitale Streetworker hatte Caroline Schwarz, der Begriff gefällt mir sehr gut, schon mal genannt. Da gab es ja und gibt es immer wieder Initiativen, wie zum Beispiel diese Ich bin hier Initiative, wo man, wenn man allein gelassen ist in einem Hassdebatte, andere Leute anziehen kann, die einem dann dabei helfen, den Diskurs aus einer Hassspirale wieder in eine sachliche Debatte umzuwandeln. Und das hat übrigens aktuelle Forschung auch gezeigt, dass wenn es Widerspruch gibt, wenn man also dem Hass entgegentritt, die nachfolgende Debatte weniger Hass enthält. Es ist also sehr, sehr wichtig, Menschen dazu zu bringen, sich auch zu trauen, da sich als potenzielle nächste Zielscheibe hinzustellen. Deswegen muss man solche digitalen Streetworker, die sowas freiwillig machen und auch viel Zeit, Leidenschaft und Energie auch unterstützen. Last but not least, wir brauchen einfach viel mehr Forschung über dieses gesamte Thema,
dass man das auch weit reinreicht, das Thema digitale Gewalt, auch mit einer speziellen Komponente, zum Beispiel digitale Gewalt gegen Frauen, digitale Gewalt gegen bestimmte Minderheiten. Da verpflichtet uns sogar die Istanbul-Konvention dazu, mehr darüber zu wissen, Faktenlagen überhaupt erstmal zu schaffen, die uns handlungsfähiger macht. Und das tut die Bundesregierung nicht. Und diese Dinge sind total wichtig, dass man also die unterschiedlichen Perspektiven und Aspekte, die sie hat, von Geschlechterperspektive bis diese anderen interdisziplinären Varianten, Forschung zu betreiben, Beratung und Zivilgesellschaft zu unterstützen. Caroline Schwarz. Ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, diese Schuld, die auch immer übertragen wird, ist so ein bisschen das die Frage nach dem kurzen Rock bei sexualisierter Gewalt, mit der man dann immer wieder zu tun hat. Was ich glaube, was wichtig ist, ist zu begreifen, dass diese Verdrängungsmechanismen, die durch Hass und Drohungen stattfinden, dass das eine tatsächliche Gefahr für die Meinungsfreiheit ist und dass wir das endlich als solche begreifen sollten. Und hinzu kommt, glaube ich, dieser ganze Bereich der Antragsdelikte. Ich glaube, dass es ein vielleicht ganz guter Mechanismus ist, aber einer, auf den nur vor allem privilegierte Personen Zugriff haben. Und zwar nämlich einerseits die, die sich mit den entsprechenden Stellen auskennen, mit den Unterstützungswegen auskennen, die nicht jeder kennt. Und das weiß ich aus eigener Erfahrung in zahlreichen Gesprächen mit anderen. Das andere ist aber eben auch das Finanzielle, weil HateAid ist zwar eine Organisation, die sich dem angenommen hat, aber die können noch lange nicht das, was eigentlich da wäre, an Bedarf abdecken. Und ich glaube, das nächste ist, wir haben ja relativ viel über die Gesetzesvorhaben gesprochen. Ich glaube, es ist gut, dass es zum Beispiel Änderungen melderechtlicher Natur geben wird, also dass eben Sperrungen einfacher vorzunehmen sind. Ich glaube aber, dass es gar nicht weit genug geht, weil es zusätzlich einfach noch Gefahren gibt für Leute, die sich dieser Gefahren teilweise gar nicht bewusst sind. Nämlich einerseits oder vor allem die Tatsache, dass wenn man eben mit seiner eigenen Adresse eine Anzeige stellt, dass diese Adresse dann im Zweifelsfall einfach auch in den Unterlagen landet und dann eben bei teilweise organisierten Nazis landet. Das kann ich sehr gut aus eigener Erfahrung bestätigen. Es macht sehr viel Spaß. Und das nächste, und ich glaube, das ist nochmal eine Geschichte, die mich als Journalistin auch persönlich betrifft, ist die Impressumspflicht. Da gab es ja zumindest bei der Linken den entsprechenden Antrag. Ich glaube, im vergangenen Jahr, das geht mir auch noch nicht weit genug. Also die Debatte darum, weil letztendlich auch da die Meinungsfreiheit wieder in Gefahr gerät, einfach dadurch, dass Menschen, die lokaljournalistisch oder als Blogger unterwegs sind, eigentlich gar nicht über rechte Strukturen zum Beispiel schreiben können, ohne dass sie die Gefahr in der Gefahr sind, zum Beispiel Abmahnungen zu bekommen, während die sogenannten Alternativmedien sich überhaupt nicht an die Impressumspflicht halten in der Regel. Insofern gibt es ja noch aus der Legislative einige offene Bereiche, die da abzudecken sind. Herzlichen Dank an Caroline Schwarz, Anke Domscheit-Berg und Konstantin von Notz und an die im Hintergrund Mitarbeitenden, die es uns ermöglicht haben, diese Fraktion vor Ort Veranstaltung hier so zu absolvieren. Hassen, posten, radikalisieren, soziale Medien als rechte Kaderschmiede. Es gäbe noch viel zu sagen. Insofern sehen wir das auch als einen Diskussionsanstoß und hoffentlich begegnen wir uns auf den unterschiedlichsten Kanälen und vor allem können das, was wir heute auch an Strategien hier diskutiert haben, entsprechend erfolgreich umsetzen. Herzlichen Dank. Danke auch. Thank you.